Ich habe mir verschiedene Themen vorbereitet, um ja, verschiedene Perspektiven auf das Themenfeld Netzpolitik zu werfen. Erstmal was die Frage, was ist Netzpolitik? Darüber grübelt die Wissenschaft seit einiger Zeit. Wir haben einfach mal vor einiger Zeit gesagt, Netzpolitik ist die Politik, das Internet verändert und wie das Internet wiederum Politik und Gesellschaft verändert. Also kürzer habe ich es noch nicht zusammenbekommen. Ich habe jetzt die ersten Doktorarbeiten darüber geschrieben, in epischer Länge, das genau zu erklären. Kommen aber erst später raus. Netzpolitik.org habe ich vor 10 Jahren in der jetzigen Version gegründet, aber ich war schon vorher aktiv. Jetzt muss ich mal gucken. Ich höre mich irgendwie so selbsthallig, aber okay, wahrscheinlich muss ich damit leben. So, fangen wir jetzt an. Jetzt hört ihr mich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, würde ich nicht kommen. Nee. Fast gedacht. Also gut, muss ich ja. Ich kann das auch halten. Ich glaube, das ändert jetzt irgendwie überhaupt nichts an der Situation, dass ich mich selbst gerade besser. Okay, weg damit. Ja, also ich habe angefangen, mich mit Netzpolitik zu beschäftigen. Das war so 98, 99. Und einer der Gründe war, dass ich nicht akzeptieren konnte, dass irgendwie unser ganzes Online-Leben überwacht wird. Und zwar gab es 98, 99 einen früheren NSA-Skandal, den später alle vergessen haben, den sogenannten Echelon-Skandal. Und zwar über die Arbeit von Journalisten kam heraus, dass NSA und Co. ja, weltweit versuchen, das Internet in Echtzeit zu überwachen. Das hat dazu geführt, dass die EU-Parlament einen Untersuchungsausschuss eingerichtet hat, der hat 2 Jahre lang getagt, festgestellt, dass alles ganz schlimm ist, einen Abschlussbericht im Jahr 2001 vorgelegt, im Sommer, das sollte im Herbst diskutiert werden, und dann kam der 11. September und die Überwachung lief auf Steroiden weiter. Und in all der Zeit haben wir nicht aufgegeben, also ich von mir rede, mal nicht alle, die in unserem Netzwerk drumherum sind, sondern es war klar, wir müssen dagegen kämpfen, was da passiert. Und es war schwierig, das so zu thematisieren, was naja, außer Kontrolle geratene Geheimdienste mit schier unendlichen Ressourcen dann alles so anstellen können würden, wenn sie einfach mal wollen würden. Man konnte es nicht so in der Öffentlichkeit thematisieren, aus Angst sofort in so eine verschwörungstheoretische Ecke gerückt zu werden, Geheimdienste total überwachen und sonst wie. Man wurde dann immer irgendwie so als der Clown hingestellt, wenn man das zu sehr schön sagte. Wir haben es trotzdem auch ganz wenig auch von Anfang an verfolgt. Das ist also quasi unser Gründungsmythos. Wir konnten auf Kongressen wie dem House Communication Kongress offen darüber reden, ansonsten halt eher nicht. Das änderte sich letztes Jahr. Edward Snowden ging an die Öffentlichkeit bzw. weil er erstmal übergab der Journalisten unzählige Dokumente aus den geheimen Archiven oder den Festplatten der NSA. Und seitdem können wir darüber offen reden und sind immer noch verblüfft, was alles rauskommt, wie weitgehend unkontrollierte Geheimdienste einfach mal das Internet in den letzten 10, 15 Jahren zu einer globalen Überwachungsmaschine umgebaut haben. Wir haben mit der NSA insgesamt allein die amerikanischen Geheimdienste verfügen über 50 Milliarden Dollar Budget im Jahr. Und ja, seit 1,5 Jahren kommen eigentlich fast täglich neue Enthüllungen an die Öffentlichkeit, die uns selbst ab und an noch echt baff machen. Also nicht nur die schockierenden Enthüllungen, sondern auch vor allem Enthüllungen, wenn man halt Folien sieht, dass halt NSA-Agenten bei Second Life und in World of Warcraft auf Terroristensuche liegen. Was bedeutet das für unsere Demokratie? Naja, also wir haben festgestellt, dass die Frage nicht mehr ist, werden wir überwacht, sondern nur noch, wie oft, wo, durch wen alles. Eigentlich die einzige Frage, die noch bleibt, ist, wird das für immer gespeichert und mal gegen uns verwendet. Zum Glück ist das mit der Hardware noch etwas aufwendig. Wir gehen davon aus, wenn die NSA könnte, würde sie alles für immer speichern. Aber das ist zum Glück noch Zukunftsmusik. Aber früher oder später werden wir an so einem Zeitpunkt oder an so einem Punkt angelangt sein, wo die das einfach können. Unsere Bundesregierung war erstmal sehr überrascht. Wir hatten noch Herrn Propalla, also unseren Kanzleramtsminister, zuständig für Geheimdienste. Wir hatten unseren Innenminister Friedrich. Und die versuchten erstmal im Sommer 2013 im Bundestagswahlkampf die ganze Zeit die Affäre beendet zu erklären. Das war dann total absurd. Also hier sind nur mal ein paar Zitate von Herrn Propalla.
Der Vorwurf der vermeintlichen Totalbespielung ist vom Tisch. Ich ziehe nur vor, weil wir hier so eine Audioaufzeichnung haben. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer behauptet wird. Oder es gäbe Ausspähungen nur in ganz konkreten Einzelfällen, die unserer Sicherheit dienen. Naja, dann präsentierte Herr Profaller irgendwann in den Medien Zettel, also Schriebe von den anderen Geheimdiensten, wo er drin stand, keine Panik, keiner wird überwacht. Und glaubte, das ist alles jetzt irgendwie gelaufen. Aber es hörte nicht auf. Skurrilerweise vor einer Woche, einem Jahr, kam noch einmal raus, das Kanzlerin-Handy wird überwacht. Also nicht ihr Kanzlerinnen-Handy, sondern das Privat-Handy der Kanzlerin, was sie dazu nutzte, um mit ihren Parteigenossen zu kommunizieren. Also erstmal war verwunderlich, dass die Bundesregierung vorher noch gar nicht darüber nachgedacht hatte, zumindest sagten sie das in der Öffentlichkeit, dass unsere befreundeten Geheimdienste uns abhören könnten. Vorher wurde immer behauptet, naja, kauft nichts von den Chinesen, da sind wir bei Hintertüren drin. Auf einmal stecken wir fest, naja, alle haben bei den Amerikanern die Haare gekauft, alles von der Hintertüren. Und es wurde zum ersten Mal erwogen, dass vielleicht die Briten diese komische Radome auf ihrer Botschaft direkt bei der, beim Kanzleramt sozusagen haben, eventuell diese Radome auch nutzen könnten, um Überwachungstechnologie drunter zu bringen und die Amerikaner vielleicht auch ihre neue Botschaft nutzen könnten, um ja, alles mal abzuhören und nicht nur die Russen, die irgendwie da in der Mitte sitzen oder daneben sitzen. Auf jeden Fall gab es mal für einen kurzen Moment ein Zeitfenster, wo halt klar wurde, ja, es gibt eine persönliche Betroffenheit, auch wenn es unsere Kanzlerin ist. So. Und es wurde auf einmal eine Personifizierung dieser Überwachung klar und auf einmal war auch die Politik empört. Also sie war vorher nicht empört, dass wir alle komplett überwacht werden, sondern sie war empört, dass Frau Merkel mit ihrem Kanzlerin-Handy überwacht wird. Dann stellt sich die Frage, wie sind eigentlich unsere eigenen Geheimdienste in dieses System eingebunden? Naja, und da ist es auch am Anfang keine Panik, nichts passiert, das sind nur die anderen, wenn überhaupt, wahrscheinlich auch nicht. Und nach kam halt raus, unser Bundesnachrichtendienst ist eigentlich ganz tief in dieses System von NSA und Co. genauso eingebunden. Also alle westlichen Geheimdienste sind eingebunden, das hat sich alles spätestens nach dem 11. September so entwickelt. Das deutet sich mittlerweile an, dass es so ein Ringtauschsystem gibt, damit das alles rechtlich korrekt abläuft in Einzelländern. Man muss sich das so vorstellen. Der Bundesnachrichtendienst darf bis zu 20% der Internetkommunikation in Deutschland nicht selber hören. Wir sitzen wahrscheinlich am Internetknoten in D6 in Frankfurt. So genau weiß man nicht, weil alles geheim, was sie machen. Bis zu 20% hat aber der Internetknoten D6 nie an kompletter Auslastung. Das heißt, es gibt die Theorie, dass der BND einfach mal alles überwacht, was da durchgeht, weil rechtlich wäre das legal. Jetzt darf der BND aber nicht deutsche Staatsbürger überwachen. Aber die Briten dürfen auch eigentlich keine britischen Staatsbürger überwachen und die Amis dürfen eigentlich auch keine amerikanischen Staatsbürger überwachen. Aber so tauscht man das dann hin und her. Großbritannien, der GCHQ-Geheimdienst überwacht die ganze Kommunikation, die von Amerika kommt und gibt sozusagen den Amis das zurück. Deutschland überwacht so den ganzen interkontinentalen Verkehr und tauscht dann mit den Franzosen und mit den Amis so, wenn Deutsche überwacht werden und so weiter, also dass sie ja hier bei uns nicht machen können dürften. Und im Großen und Ganzen findet da ein riesiges Überwachungsaustauschsystem statt, was in der Theorie rechtlich irgendwie einwandfrei ist, aber bedeutet, dass wir halt komplett überwacht werden. So vor 3 Wochen kam dann raus, naja, es gab mal so einen kleinen Unfall zwischen 2004 und 2008, gab es die Operation Baikonal, der Spiegel hat da groß drüber berichtet, und das bedeutete halt, dass damals am D6 der Bundesnachrichtendienst zu viele Daten an die NSA weitergegeben hat. Die hatten nämlich Filter eingebaut und diese Filter, die sollen verhindern, dass deutsche Staatsbürger da in dieser Vollüberwachung mitgehört werden. Es gibt die Vermutung, dass so ein Filter der sein könnte, dass man die E-Domains rausfiltert, weil klar, deutscher Staatsbürger. Dann habe ich dann .org-Domain für die meisten meiner Mails. Wahrscheinlich werde ich da nicht mehr mit gerechnet, weil wie soll man sonst unterscheiden, wenn ein deutscher Staatsbürger oder nicht ist. Im Gegensatz zwischen 2004 und 2008 funktionierten diese Filter überhaupt nicht. Es wurden halt die ganze Zeit über Bürodaten an die NSA weitergegeben, was ein kalkulierter Grundrechtsbruch war, weil es war halt klar, das darf nicht sein und wenn die Filter kaputt sind, ist es halt ein Grundrechtsbruch. Verantwortlich für den Zeitraum waren Thomas de Maizière, ab 2005 war Staatsminister und vor allen Dingen noch vorher die Person, die dafür verantwortlich war, dass das Ganze gestartet wurde, Frank-Walter Steinmeier. Und diese beiden Personen sind eigentlich auch der Grund, warum eigentlich überhaupt nichts an Aufklärung läuft.
Weiterer Grund ist noch Peter Altmaier, der twitternde Super-Twitterer, auch der jetzt Kanzleramtsminister ist, aber auch nur für irgendwie die ganzen Kanzleramtsgeschäfte. Im Hintergrund ist Herr Fritsche, Beauftragter für die Geheimdienste, der früher beim Verfassungsschutz Vizepräsident war, dann im Innenministerium irgendwie Staatssekretär war, also die ganze Karriere an Überwachungs- und Sicherheitsorganisationen hinter sich hatte. Und wenn man sich jetzt mal 100 Jahre später diesen ganzen Snowden-Skandal anschaut und konkret danach hinterfragt, was ist eigentlich passiert, findet man nichts. Also wir haben den NSA-Untersuchungsausschuss, was sinnvoll ist, und den haben nämlich viele andere Länder nicht. Und in vielen anderen Ländern gibt es viel weniger Diskussion darüber, was da passiert. Aber wenn man sich richtig mal anschaut, was ist politisch passiert, außerhalb von dem, was dann immer mal Politiker irgendwie sagen, was man machen könnte und machen sollte, stellt man fest, gar nichts. Und das ist ein großes Problem, weil wenn wir uns damit abfinden, dass unsere ganze Kommunikation total überwacht wird, dann akzeptieren wir eigentlich, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben. Dann akzeptieren wir, dass halt diese Daten mal gegen uns verwendet werden könnten. Dann akzeptieren wir, dass das eine Einschränkung von Meinungsfreiheit ist, weil wir uns nicht mehr trauen, alles irgendwie so zu kommunizieren, wie wir sagen. Dann akzeptieren wir, dass wir halt quasi eine Schere im Kopf bekommen. Ein Phänomen, was halt viele Leute, die ich geredet habe, die früher in der DDR aufgewachsen sind, irgendwie erzählen, dass man sich nicht mehr in der Öffentlichkeit traut, alles so zu erzählen, wie man es sagen würde. Und vor allem seit Snowden gibt es das Phänomen mit vielen im Netz, dass man halt nicht mehr sich traut, alles so zu sagen oder alles zu recherchieren, was man machen wollen würde, weil aus Angst, das könnte mal gegen einen verwendet werden. Und diese ganze Überwachung ist eigentlich auch nicht neu. Also diese Snowden-Enthüllung, was Geheimdienste machen, das ist halt nur das eine. Es gibt halt im Großen und Ganzen eine ganze Menge mehr an Überwachung. Es gab die Vorratsdatenspeicherung, wo gespeichert wurde, wer kommuniziert mit wem. Und wo sind unsere Handys unterwegs? Das für 6 Monate. Die wurde vom Europäischen Gerichtshof, vom Bundesverfassungsgericht für illegal erklärt. Das bedeutet aber nicht, dass diese Daten nicht gespeichert werden. Je nach Provider werden immer noch 3 Monate lang diese ganzen Verbindungsdaten gespeichert. Und wo es immer hieß, Verbindungsdaten interessieren kein Schwein. Verbindungsdaten sind genau das, was halt NSA und Co. am meisten interessiert, weil bei Verbindungsdaten könnt ihr manchmal viel mehr über Menschen und ihre Netzwerke und ihre sozialen Kontakte feststellen als über die Inhalte. Und wenn man sich die ganze Geschichte der Vorratsdatenspeicherung ansieht, sieht man, dass diejenigen, die am meisten am Anfang dafür gelobbyt haben, Geheimdienste waren. Das Nachrichtendienst, Verfassungsschutz, GCHQ, NSA und wie sie alle heißen. Und diese Vorratsdatenspeicherung ist nur das eine Verbindungsdaten. Wenn man sich halt anschaut, wenn wir mit unserem Handy rumlaufen, ist das Handy in der Regel an. Sonst macht es ja wenig Sinn. So. Und das Handy anlässt, lockt sich die ganze Zeit in Funkzellen ein. Und wenn man halt über Monate speichert, wo war jetzt ein Handy, dann hat man über Monate genau festgestellt, wo ist jetzt hier? Oder wo war jemand? Und daraus kann man auch mit Mathematik erkennen, wo geht jemand hin? Und zum Beispiel, wenn ihr jetzt alle hier eure Handys angeschaltet habt, dann ist für eine Zeit lang in diesen Datenbank gespeichert, dass ihr alle miteinander was zu tun haben könntet. Weil ihr ja alle zum selben Zeitpunkt am selben Ort war. Und diese Abfrage dieser Daten ist halt eine Funkzellenabfrage. Haben wir in Berlin sehr häufig gehabt. In Berlin gab es mal brennende Autos. Politik vermutete einen politischen Hintergrund, weil kann ja sonst nicht sein. Wir haben dann angefangen, jedes Mal, wenn ein Auto brannte, mal von allen in der Umgebung die Handys und Handydaten abzufragen. Von den Providern. Das nennt man Funkzellenabfrage. Die hatten dann zum Schluss riesige Datensätze und je nachdem, wenn man da irgendwo wohnt, wo die Felder immer röter sind, dann war man mehrfach verdächtig. Ja, also nach ein paar Monaten ist rausgekommen, also haben sie den Typen erwischt, der hatte, glaube ich, noch nicht mein Handy, der war geistig verwirrt, kein politischer Hintergrund, aber ganz viele Leute sind die ganze Zeit in ein Raster reingefallen und keiner hat sie informiert. Also noch nicht mal rechtsstaatlich einfache Mechanismen, dass wenn man mal verdächtig war, dass man darüber auch informiert wird, wurden eingehalten mit der Begründung, das würde die Leute irritieren, wenn sie dann auch einmal ein SMS bekommen würden, von wegen, sorry, wir haben sie mal verdächtigt und wir löschen jetzt ihre Daten. Wahrscheinlich ist die Befürchtung, dass wenn das passiert, die Leute tatsächlich verunsichert, nämlich darüber, dass sie die ganze Zeit verdächtigt worden wären. Und die große Frage ist, warum akzeptieren wir das im digitalen Raum? Also warum akzeptieren wir was, was wir im analogen Raum niemals akzeptieren würden, nämlich einfach mal zu speichern, wer gerade mit wem beim Kaffeekränzchen oder sonst irgendwo sitzt?
ich glaube, unsere Eltern, also zumindest meine Eltern, die in dieser Hinsicht relativ unpolitisch sind, die würden auf die Barrikaden gehen, wenn denen bewusst wäre, dass irgendwie auch im lokalen Amt oder sonst irgendwo mal gespeichert werde, wo wir mit mir die Kaffeekränzchen haben und wann sie mal mit den Nachbarn gequatscht haben und wann sie einkaufen waren. Aber in der digitalen Welt, da akzeptieren wir das. Da geht halt keiner mit ein paar Leuten auf die Straße gegen die Vorratsdatenspeicher und so weiter. Aber die meisten sagen, entweder ich habe nichts zu verbergen, dass sie resignieren, oder man kriegt das dann nicht mal mit, weil diese digitale Überwachung halt unsichtbar ist. Das ist ein großes Problem. Sie ist nicht greifbar, sie ist nicht fühlbar, wenn an den Knotenpunkten im Netz einfach mal in Echtzeit alles, was vorbeikommt, überwacht wird, gerastert wird, mit mathematischen Statistiken, also Algorithmen irgendwie verglichen wird und darauf dann vielleicht auch geschaut wird, was machen wir morgen. Jetzt haben wir eineinhalb Jahre nach Snowden festgestellt, politisch passiert nichts. Vielleicht haben wir Hoffnung darauf, dass wenn mehr Menschen sich engagieren, dass wir halt mal mittelfristig einen politischen Wandel bekommen. Im Moment hoffen halt viele darauf, dass es wenigstens technisch funktionieren könnte. Es gibt Anonymisierungstools, die vor, es gibt Verschlüsselung UPG und die Hoffnung ist, dass wenn wir Massenüberwachung, anlasslose Massenüberwachung durch Verschlüsselung teurer machen, weil es viel aufwendiger ist, alles mal zu entschlüsseln, was da in Echtzeit durch die Gegend kommt, als die ganzen offenen Mails, die wir jetzt verschicken, dass das irgendwie dazu führen wird, dass halt für Geheimdienste diese anlasslose Totalüberwachung einfach mal zu teuer wird, auch wenn sie 50 Milliarden Dollar im Jahr haben. Und darauf hätte man auch vorher kommen können, hat aber keiner. Ich meine, es ist absurd, dass halt große Unternehmen wie Google ihre Rechenzentren untereinander nicht verschlüsselt haben und die Geheimdienste halt glücklich waren, dass sie einfach ein Glasfaserkabel anzapfen mussten und dann den ganzen Verkehr von Google irgendwie ohne zu fragen bekommen könnten, den sie wahrscheinlich auch bekommen hätten, wären sie in ihre Geheimgerichte gegangen über das Bürgerprogramm. Aber es ist halt absurd, wenn halt der britische Geheimdienst Millionen Yahoo-Videochat-Nutzer einfach mal so bei ihren Videochats beobachten konnte, weil die Yahoo vergessen hatte, eine Verschlüsselung dazwischen einzubauen. Insofern gibt es Hoffnung, dass halt einerseits Hersteller endlich mal ihre Verantwortung übernehmen und halt Verschlüsselung mal einbauen oder wir in Folge von digitaler Selbstverteidigung anfangen, uns mit Verschlüsselung auseinanderzusetzen. Eine andere Hoffnung liegt darin, dass wir Hardware mal offen gestalten und frei gestalten, dass wir halt Hardware mal später nutzen können, die halt hinterfragbar ist, die durchschaubar ist und nicht die Frage, kauft man jetzt Huawei-Router von den Chinesen, wo Hintertüren drin sein könnten oder holt man jetzt Cisco, wo da auch Hintertüren drin sein könnten und keiner kann genau nachschauen. Eine andere Hoffnung ist noch, dass das Netz dezentraler wird, weil wir haben halt festgestellt, die Utopie, die wir in den 90er Jahren hatten, dass das Netz zu mehr Dezentralität und Gleichheit und Brüderlichkeit und so weiter führen kann, das waren halt Utopien, weil eigentlich hat keiner so richtig vorausgesehen, dass das Netz durch Netzwerkeffekte viel mehr zu einer Monopolbildung führt. Und eine Monopolbildung bedeutet, es ist viel einfacher, an zentralen Knotenpunkten ganz viel zu überwachen, oder ganz viel, ganz einfach zu überwachen, als überall in der Dezentralität anzugehen. Auf kommunaler Ebene kann man Freifunk machen. In Berlin haben wir eine sehr rege Community, die halt einfach teilweise aus Konservenbuchsen Antennen baut und damit Menschen einen Internetzugang gibt und quasi eine dezentrale Campspace-Infrastruktur schafft, wo wir mal unabhängig von privat betriebenen Kabeln lernen können. Aber diese ganze Datenschutzdebatte, Überwachungsdebatte ist halt erst der Anfang, auch wenn wir glauben, wir sind halt mittendrin. Da wird noch eine ganze Menge auf uns zukommen. Hier sehen wir Steve Mann, das ist ein Forscher, der seit 30 Jahren fast mit so riesigen Klötzen auf dem Kopf rumläuft und ein ganzes Leben dokumentiert wird. Mittlerweile stehen wir bei Google Glass und bei der Auslieferung von der ersten Generation. Das heißt, es ist zu befürchten, dass halt demnächst überall Kameras sein werden. Dann können wir können auch nicht mehr so ganz zum Regen in den Wald gehen. Also selbst im Wald steht alles voller Kameras mittlerweile, weil jeder die ganze Zeit in die Rehe beobachten wollen. So, ne? Aber was bedeutet das für eine Welt, wenn wir irgendwo mal jeder mit so einer Kamera durch die Gegend rennen? Das hat natürlich Vorteile. Also ich würde auch ganz gerne irgendwie jetzt eine Kamera haben oder beziehungsweise so ein Augmented Reality Ding, um mal zu schauen, wer könnte hier ein interessanter Gesprächspartner für mich sein und wer halt nicht. Andererseits möchte ich nicht, dass das jemand gegen mich verwendet und sozusagen mich damit identifizieren. Das ist also eine Fragestellung, wo wir halt Lösungen finden müssen, weil die andere Lösung ist halt, möchte jemand mit solchen Brillen rumlaufen, ne, die halt irgendwie verhindern, dass Gesichtserkennung funktioniert oder
andere Möglichkeiten, es halt noch irgendwie schönen Kopfschmuck zu tragen. Oder wir müssen alle anfangen, irgendwie mit Schminken umzugehen, um Gesichtserkennung zu verhindern. Aber man möchte jetzt geschminkt rumlaufen und wenn man sich falsch schminkt, dann ist es auch ein Problem. Und das ist nur das eine, weil die andere Gefahr oder Herausforderung kommt halt noch aus der Luft. Da gibt es Drohnen, damit kann man Menschen umbringen mit unbemannten Flugrobotern, aber man kann halt auch quasi über eine Stadt fliegen. Es gibt jetzt schon Drohnen, die in Echtzeit so eine ganze Stadt von oben komplett irgendwie alles aufzeichnen können. Wo man dann auch, die Polizei in Halle kann sich wahrscheinlich diese Überwachungsdrohnen noch nicht leisten, aber wer weiß, es ist vielleicht eine Frage der Zeit, dass man dann auch zusätzlich von oben überwacht wird. Und das ist halt auch nur das eine, das andere ist halt, die Drohnen werden halt mal billiger. Also das ist so eine 300-Euro-Drohne. Man stellt sich immer vor, man hat irgendwie sein Leben lang irgendwie aus seinem Einfamilienhaus gespart, hat so einen großen Zaun darüber errichtet und eine Hecke und auf einmal fliegt dann die Drohne vom Nachbarssohn über einen rüber. Was macht man da, wenn man eine Privatsphäre haben will? Also selbst so der Hacker umstritten, man möchte ja Drohnen nicht verbieten, aber was macht man da? Kann man ja einfach verbieten. Die einen schlagen dann vor, Bodenluftraketen zu legalisieren. Das ist auch nicht das Zivilisatorische, aber die Fragestellung ist, wie schaffen wir eine digitale Gesellschaft, wo wir andererseits neue Technologien nicht verdammen, weil ich finde Drohnen eigentlich ganz cool, ich möchte halt nur nicht, dass sie gegen mich verwendet werden, ich möchte selbst mit einer rumfliegen. Und wie schaffen wir es halt, dass unsere Privatsphäre weiterhin noch gewährleistet ist? Das ist mal der erste Punkt. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Internet. Also könnte das Internet sein. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie ein riesiges Netzwerk der Netzwerke. Und eigentlich ist das Internet halt nicht ein Netzwerk, sondern ein Netzwerk der Netzwerke, wo viele unterschiedliche Kabel zusammenkommen oder auch um die Luft. Und einer derjenigen, die sich vor 30 Jahren eine revolutionäre Designentscheidung überlegt haben, war er hier, David Reed. Er hat dann das TCP-IP-Protokoll mitentwickelt und damals gab es schon Netzwerke, die haben sich zusammengeschlossen. Wir entwickeln dann die Protokolle, die halt die Netzwerke miteinander kommunizieren sollen. Und sie hatten dann die Idee, die halt wegweisend revolutionär war, dass wir an den Enden mit unseren Rechnern entscheiden können sollen, mit wem wir kommunizieren und über welche Hardware wir kommunizieren, welche Software wir dabei nutzen, welche Protokolle, welche Dienste, ohne dass jemand in der Mitte entscheidet, was geht oder was geht nicht. Und das war das Revolutionäre daran. Das war das Revolutionäre vom Internet, weil bisher hatten wir in jeder Medienform immer so etwas, wo man Erlaubnis fragen musste, Radio, Fernsehen, um eine Frequenz zu bekommen und so weiter, die war halt knapp, oder man brauchte eine Druckerpresse. Und hier konnte man auch immer anfangen zu kommunizieren, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, ohne zu einer Regulierungsbehörde zu laufen. 10 Jahre später gab es Tim Berners-Lee, hat irgendwie das World Wide Web gemacht, auf einmal wurde diese Kommunikation dann auch in einem Browser möglich. Und das Schöne war, es funktionierte. Das Internet ist groß geworden, ohne eine Erlaubnis, also mit einer Erlaubniskultur, ohne dass man jemanden um Erlaubnis fragen musste. Nämlich jeder konnte auf einmal Sachen machen. Ich konnte einen Blog starten, selbst hier die Uni konnte eine Webseite starten, Spiegel Online konnte starten, also heute 20. Geburtstag, die Wikipedia konnte starten, Facebook konnte starten, man musste keine um Erlaubnis fragen, man brauchte nur eine gute Idee. Und dieses Prinzip der Netzneutralität, so nennt man es, dass wir an den Enden entscheiden können sollen, mit wem wir kommunizieren, dieses Ende-zu-Ende-Prinzip, das war einfach da. Aber seit über 10 Jahren ist es am Bröckeln. Und der Erste, der es feststellte, ist Tim Wu, ein US-Jurist, der arbeitete damals bei einem Hersteller von Deep Packet Inspection-Technologien. Deep Packet Inspection sind so die Nacktscanner fürs Netz, sehr euphemistisch, so gesagt, sehen aus wie hier. Und diese Geräte ermöglichen es, Telekommunikationsunternehmen einfach in der Mitte des Internets, an den Knotenpunkten, zu entscheiden, was dann schneller läuft, was langsamer läuft, wo man vielleicht mal eine Überholspur einrichtet oder Geld nimmt, oder was man halt nicht durchlässt. Und diese Technologien wecken auf einmal Begehrlichkeiten, dass man auf einmal dieses Ende-zu-Ende-Prinzip über den Haufen schmeißt und halt einfach mal aus Management-Sicht, aus BWL-Sicht mal anfängt, das Internet irgendwie mal anders zu vermarkten, nämlich so, wie man es beim Kabelfernsehen erkennt, als vom Internet, wo man halt dann mal 16 Megabit oder 50 Megabit oder nur 1 Megabit kauft. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, wenn wir das zulassen, dass halt Telekommunikationsunternehmen Kontrolle übernehmen über das, was da passiert, dann haben wir nicht mehr diese eingebaute Erlaubniskultur, sondern haben wir auf
einmal Unternehmen, die immer weniger werden, wo immer weniger Wettbewerb herrscht, die aber immer mehr Kontrolle darüber bekommen, was in den Netzen passiert. Und Internet ohne Netzneutralität, ja, ist halt wie eine Bank, wo man sich nicht draufsetzen kann, oder ein Auto mit drei Rädern. Und ein Jahr war es eher eine Debatte im Elfenbeinturm, obwohl im kleinen Versteckten auf einmal schon eine ganze Menge Entwicklung da war, wo angefangen wurde, das Ende-zu-Ende-Prinzip aufzulösen. Also man muss sich halt nur mal allgemeine Geschäftsbedingungen durchlesen, vor allem Vodafone und T-Mobile-Verträge im Mobilfunkbereich. Da steht dann einfach mal drin, Peer-to-Peer-Kommunikation ist untersagt. Liest natürlich keiner, man wird schon mit AGBs und dann Handy durchgelesen. Und dann fragt man sich, was ist Peer-to-Peer-Kommunikation? Ganz ist tatsächlich gefragt, weil wir hatten verschiedene Definitionen, was sie jetzt da irgendwie rechtlich untersagen können. Weil, wenn man dagegen verstößt, dann kann einer der Vertrag gekündigt werden. Und wir sind auf, ich weiß gar nicht, ob bei Vodafone oder bei T-Mobile auf der Hilfeseite fündig geworden, da stand dann Computer-zu-Computer-Verbindungen sind untersagt. Also ich verkaufe einen Internetvertrag, wo die Computer-Internet-Verbindung verboten ist. Und wenn man dagegen verstößt, kann von deren Seite das Internet entzogen werden. Ja? Also vollkommen absurd. Genauso gibt es halt Instant Messaging, das ist manchmal verboten. Da fragt man sich, ist jetzt WhatsApp gemeint oder der Facebook-Chat. Wenn Facebook aber laut ist, ist der Facebook-Chat nicht. Was ist denn, wenn mich jetzt jemand anchattet, wenn ich da gerade irgendwie bei Facebook eingeloggt bin? Also vollkommen absurd. Was aber das Ziel von dem war und ist, man hat Geschäftsmodelle schützen wollen. SMS, Voice over IP, deswegen ist auch meistens Voice over IP zu Skype, Telefonate, deswegen ist halt alles verboten, was in diese Richtung geht. Es wird halt nur teilweise nicht umgesetzt. Wir hatten mal so ein Video gemacht, um das mal so ein bisschen zu symbolisieren. Es geht halt darum, dass dann auch auf einmal neue Geschäftsmodelle angeführt wurden und werden, um das Internet dann verlangsamt. Zum Beispiel, wenn man eine gewisse Kapazitätsgrenze erreicht hat. Im Mobilfunk kennt ihr das alle, weil im Mobilfunk steht zwar überall Flatrate drauf, ist aber nie eine Flatrate drin, weil nur Volumenpakete verkauft werden. Im vergangenen Jahr ging dann halt die Deutsche Telekom an die Öffentlichkeit und präsentierte den Vogel des Jahres eine Drossel. Das ist nämlich auch immer Drossel gekommen. Weil die hatten das, die super Idee, 75 GB im Monat gibt es halt zukünftig in dem, was man Flatrate nennt, aber keine Flatrate mehr drin ist, und 75 GB reicht ja vollkommen aus. Also zukünftig in 2016, wenn das eingeführt wird, danach werden die eigenen Angebote weiterhin schnell durchlaufen, die Partnerangebote, die dafür Geld bezahlt haben, werden weiter schnell durchlaufen, und der Rest wird halt in die 90er Jahre zurückgebeamt, sozusagen. Die Idee war und ist, dass man halt dachte, so früher war einfach Skype blockiert, aber man könnte aus Sicht der Deutschen Telekom einfach Skype als Partner an die Hand nehmen. Und Skype bezahlt für die Überholspur, wird schneller durchgeleitet als die Konkurrenz, möchte aber dann dafür auch schneller durchgeleitet werden als die Konkurrenz. 75 GB, das war die eine Diskussion, ist ja nicht viel. Hier hat einer mal ausgerechnet, was ist, wenn man eine vierköpfige Familie hat, auch ins Internet gehen, wie viele Fotos man am Tag sich anschauen kann oder im Radio anschauen kann. Und es gab auf einmal eine riesige Debatte. Und diese Drosselung war halt das eine. Was wir halt damals schon kritisiert haben, war, wenn Partnerangebote bevorzugt werden, dann ja alle anderen benachteiligt. Und es kann ja nicht sein, dass man Geld aufwenden muss, um quasi eine Gleichberechtigung zu bekommen gegenüber denjenigen, die Geld zahlen können. Und das Modell kennen wir schon aus anderen Bereichen. T-Mobile hat beispielsweise einen Partner in Spotify. T-Mobile ist, zahlt man 10 Euro im Monat und dafür kriegt man halt unlimitierte Musik. Super für Spotify, super für die Deutsche Telekom, kurzfristig super für alle Spotify-Kunden, langfristig ein Problem, weil Spotify halt dadurch einen Wettbewerbsvorteil hat und man später weniger Wettbewerber da sein werden. Das bedeutet langfristig wahrscheinlich Preiserhöhung und so weiter durch weniger Wettbewerb. Das ist noch das eine. Aber was ist mit meinem Audio-Podcast, also mit Radio Korax und so weiter, die eigentlich auch so einen Audio-Streaming-Dienst anbieten, aber nicht dieselben Zugangschancen haben? Die werden alle benachteiligt. Da stelle ich mal vor, man hat so ein System im Wahlkampf.
Und der CDU-Kandidat holt dann einfach mal die Überholspur, bucht die Überholspur. Muss man halt eigentlich auch als Linker, als Grüner, als SPD, Mensch, auch die Überholspur kicken, weil nachher hat man halt Pech und die eigenen Inhalte kommen langsam mal durch. Und was ist halt mit den ganzen nicht kommerziellen Projekten? Ne? Wahrscheinlich wird die Wikipedia noch generös irgendwie von der Drosselung ausgenommen, wenn man sie dabei haben möchte in den ganzen Paketen, um Mehrwert zu bieten. Was ist, wenn man eine Wikipedia-Alternative rauskommt, weil alle feststellen, Wikipedia ist blöd. Da wird die Wikipedia bevorzugt weiterhin durchgeleitet, aber die Alternative, die bei der Wikipedia von morgen sein könnte, hat einen Nachteil. Was ist mit den ganzen politischen Seiten? Also ihr versteht, es gibt ein Problem, wenn auf einmal diese Überholspuren verkauft werden und nur noch jeder, der den Telekommunikationsunternehmen Geld zahlt, damit durchkommt. Dagegen gab es große Proteste. Es gab allein diese Drosselung von 18-jährigen Abiturienten, meinte Götz aus Düsseldorf, eine Petition bei Change.org, 200.000 Unterstützer, nicht so viel passiert. Es gab eine andere Petition von Johannes Scheller, einem Physikstudent der ersten Semester aus Tübingen, glaube ich. Der ging dann über den Bundestag. Beim Bundestag kann man Petitionen einreichen, das ist so eine Demokratiesimulation, ne? Wenn man halt innerhalb von einem Monat 50.000 Mitzeichner hat, dann wird man eingeladen in den Petitionsausschuss. So ein Automatismus, dann darf man irgendwie mal da hinkommen, darf sein Anliegen vortragen, dann wird ein Foto gemacht und dann wurde die Petition abgelehnt. Aber es hat zumindest in diesem Fall gebracht, weil es verschiedene Medien-Events hatte. Deswegen, also, wir finden Petitionen in der Regel blöd, weil bringt nichts, Demokratiesimulation, aber zumindest aus Kampagnensicht kann man sie halt nutzen, zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Petition, am besten dann kommen Rechtschreibfehler und so weiter, alles schon gehabt, um halt quasi Medienberichterstattung zu bekommen. Wir sind auch zur Deutschen Telekom, zur Aktionärsversammlung nach Köln gegangen, erstmal online, haben eine Sicherheitslücke bei deren Webseite ausgenutzt, die sie leider mittlerweile gefixt haben, unter Telekom, demo.hilftelekom.de. Und die Telekom hat unter Telekom Hilft so eine Webseite, da kann man die Fragen stellen. Und wir haben uns halt Hilft Telekom geholt und hier unter demo.hilftelekom an diese Online-Demo, da konnte man dann so einen Protestbanner schreiben. Aber wir hatten noch einen Remix-Generator, wo man halt Telekom-Werbung remixen konnte. Ich habe jetzt leider die Sachen hier, glaube ich, nicht. Okay, die geilsten Bilder, also wir hatten eine Werbung für Handwerker als Zielgruppe, wo ein Handwerker irgendwie in so eine Waschmaschine reinguckt. Man sieht halt den Handwerker ohne Kopf vor der Waschmaschine, was man dann mit eigenen Slogans versehen konnte, um dagegen zu protestieren. Wir haben auch ein riesiges Banner angebracht, was auch noch auf diesem riesigen Hochhaus nochmal viel kleiner wirkte, als es für uns war. Aber wir konnten damit halt die Berichterstattung decken und konnten das Thema in die Medien bringen. Und damals, zumindest unsere Kanzlerin, schien motiviert zu sein und schien es kapiert zu haben. Hier ist eine kurze Ansprache von ihrem wöchentlichen Internet-Laber-Show. Und, was die von letzter Qualität ist für uns sehr wichtig, jeder Nutzer, egal was er verdient, welchen Bildungsgrad er hat, soll die Möglichkeit haben, den gleichen Zugang zum Internet zu bekommen. Es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben. Ja, das war früher. Jetzt Pustekuchen. Die Debatte ist beendet. Das ist ein Zitat von Angela Merkel von letzter Woche aus dem Antike-Film. Über da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil die Frage stellt sich ja erst, wenn Glasfaserkabel überall. Wir haben das Problem, wir reden eigentlich nur in Deutschland in der letzten Realität, weil wir halt kein Glasfaserkabel überall haben. Das heißt, eigentlich eine künstliche Debatte innerhalb der Verknappung, weil wir halt den Breitbandausbau total versemmelt haben. Also wir liegen im europäischen hinteren Mittelfeld, das heißt in der führenden Industrienation weltweit, was den Breitbandausbau betrifft, weil die Politik die ganze Zeit sagt, Markt, macht mal, Marktwirtschaft ist super. Der Markt sagt, naja, machen wir aber nur in Ballungsgebieten, weil sonst lohnt sich das halt nicht. Also wir haben ein klassisches Marktversagen und die Politik hofft die ganze Zeit, dass da irgendwas passiert. Man könnte jetzt Geld in die Hand nehmen, machen wir aber nicht. Das sieht dann so aus, dass die EU ganzen Chefs sich zusammensetzen, die geben jetzt einen riesigen EU-Haushalt raus, dann kommt dann erstmal ganz viel in Breitbandausbauförderung, dann stellt ihr irgendwann fest, dass sie zu viel Geld ausgeben, dann wird gekürzt, aber nicht bei den Agrarsubventionen, sondern beim Breitbandausbau. Dann hat man zum Schluss kein Geld mehr. Oder bei der Bundesregierung, die dann einfach mal sagt, naja, 2018 sprechen wir jetzt mal im Koalitionsvertrag, 50 Megabit, unsere Kunden überall, da bekommt kein Geld dafür ausgeben. Also haben wir das Problem, dass es jetzt hier gerade einen Taschenspielertrick gibt oder einen Hütchenspielertrick, das heißt, die Bundesregierung quasi den
viele Kommunikationsunternehmen sagen, naja, wir machen, checken wir jetzt mal Regulierungssphäre. Wir machen das mit der Netzneutralität, schauen wir jetzt mal, wer kommt so weiter, macht mal, was ihr wollt, wenn ihr dann diese neuen Geschäftsmodelle trotzdem kommen, so weiter machen wollt, könnt ihr das machen, aber Hauptsache, bitte baut mal das Netz aus. Und das kann halt überhaupt nicht sein, dass wir halt quasi diese Netzneutralität, dieses offene Netz aufs Spiel setzen, in der Hoffnung, dass dafür im Internet kommen, während in anderen Ländern diese Frage gar nicht diskutiert wird, weil sie gar nicht relevant sind, Länder wie Schweden oder sonst wo, wo der Breitbandausbau viel intensiver gemacht worden ist, wo man jetzt nicht über 50 Megabit 2018 spricht, weil man jetzt schon viel mehr hat, wo man auch nicht über Netzneutralität spricht, weil Netzneutralität eine Verknappungsdebatte ist. Sozusagen, wenn ausreichend Netz da ist, dann braucht man auch nicht darüber reden, wie man es gleich ein bisschen optimaler managen kann. Und deswegen, unsere Forderung wäre, naja, Netzneutralität ins Gesetz könnte man machen, müsste man meinen. Ne? Es wird derzeit auf EU-Ebene diskutiert, ja. Dazu die Selbstinternet- und EU-Kampagne mal gestartet gehabt, weil im Frühjahr das EU-Parlament in erster Lesung über das Telekom-Paket Novellierung diskutiert hat. Wir hatten da auch auf einmal ein neues Instrument, weil wir dachten halt, naja, die ganzen Abgeordneten werden mit Mails bombardiert. Wir haben alle schon gelernt, wie man Spamfilter einsetzt. Schickt mir noch Faxe. Wir haben es halt geschafft, 20.000 Faxe irgendwie dezentral in der ganzen EU an die 600-700 Abgeordneten zu schicken. Und es hat zumindest was gebracht insofern, dass das EU-Parlament ganz stark für Netzneutralitätsregeln gestimmt hat. Jetzt liegt es nur im EU-Rat, da ist halt die Merkel dabei und so weiter. Wir wissen halt, was die Merkel jetzt dann für eine Position hat. Die ganzen Regierungen dabei, die alle ihre ehemaligen Staatsmonopolisten haben, wie Deutsche Telekom, France Telekom und so weiter. Also da sieht es ganz schlecht aus und vor allen Dingen, wir haben jetzt Günter Oettinger, der ist auch dafür zuständig. Zwischen Internet lernen und Termine in sein Smartphone eintragen, hat er jetzt auch schon gelernt, dass Netzneutralität ganz wichtig ist, aber mit Ausnahmen. Also so ein bisschen wie ein bisschen schwanger und so weiter, was uns da erwarten. Das ist die Debatte. Kommen wir zur nächsten. Das ist so ein Marktplatz, den ich mal irgendwo recherchiert habe, weil ich mal bei Google Images Marktplatz eingab. Ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Denke ich mal, das ist ein Marktplatz. Also der soll auch nur symbolisieren, dass auf dem Marktplatz, wenn wir hier draußen auf die Straße gehen, haben wir Grundrechte. Ja, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Natürlich ist das immer irgendwie, man darf halt jemand anderen beleidigen und so weiter. Und Demos soll auch mit guten Leuten anmelden. Aber wir haben auch Grundrechte und dürfen Demonstrationen machen, dürfen unsere Meinung frei äußern. Das Gegenteil halt im Einkaufszentrum. Habt ihr euch mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Einkaufszentrum durchgelesen? Die hängen da tatsächlich aus, man sieht sie halt nie, weil man nicht darauf achtet oder sich nicht denkt, dass es sowas gibt. Das sind aber privatisierte Räume, eine privatisierte Öffentlichkeit, da dürft ihr nicht mal einfach eine Demo machen. Könnt ihr da auch nicht anmelden. So, ne? Da dürft ihr zwar eure Meinung sagen, aber nicht zu laut. So weiter. Und ihr könnt auch rausgeschmissen werden, weil ihr verstößt irgendwie wahrscheinlich immer gegen irgendeine allgemeine Geschäftsbedingung. Und im Netz haben wir immer mehr dieser Shopping-Mods. Wenn man sich halt Facebook und Co. anschaut, privatisierte Öffentlichkeiten, wo wir immer abhängiger werden als Gesellschaft von, da gibt es auch allgemeine Geschäftsbedingungen. Habt ihr euch wahrscheinlich noch nicht durchgelesen, wo ihr alle bei Facebook seid oder die meisten. Auf jeden Fall, ja, 50 Seiten juristischer Text, nicht verständlich. Ich habe ihn auch noch nie ganz durchgelesen, aber einen Teil davon. Da gibt es aber noch die Datenschutzbestimmungen, die habe ich noch durchgelesen, die sind auch noch mal was zu sagen. Und da wird halt alles geregelt, was man darf und was man nicht darf. Das ist ziemlich viel Willkür, was man darf und was man nicht darf. Und es gibt dann halt kein Sicherheitspersonal wie irgendwie im Shoppingcenter, sondern es gibt Algorithmen. Und die Algorithmen bestimmen dann mal, zum Beispiel gerade bei Facebook der Meinung ist, es dürfen keine nackten weiblichen Oberkörper gezeigt werden. Deshalb all die stillenden Mütter, die es da gibt und die Fotos von sich auf Facebook posten für ihre Freunde, auf einmal alle gesperrt werden. Aber nicht Männer mit nackter Oberkörper und dem Baby davor, sondern nur Frauen. Ne? Weil das halt auch in diese amerikanische, moralische Wertvorstellung kommt, wo halt Facebook sitzt und halt auch die ganze Zeit denken, naja, von ihrer Wertvorstellung, Amerika ist der Mittelpunkt der Welt, also muss halt auch irgendwie die ganze Welt damit zu tun haben. Aber diese Wertvorstellungen, die sind halt einerseits dafür zuständig, dass halt über Algorithmen quasi eine soziale Kontrolle ausgeübt wird, was gemacht werden darf und was nicht. Also es gibt ein lustiges Beispiel. Ich kenne halt ein paar Redakteure oder Online-Redakteure von einem größeren Medium, die haben auch eine Facebook-Seite. Und die sind dann natürlich alle als privat
Personen haben wir dieser Facebook-Seite zugeordnet, als Administratoren. Und aus irgendeinem Grund, warum auch immer, wurde da mal das Cover von einem Playboy auf diese Facebook-Seite gepackt. Also ein Cover, was in jedem Kiosk offen liegt. Und da wurde diese Facebook-Seite natürlich mit Verstoß gegen die allgemeine Geschäftsbedingungen gesperrt. Natürlich schon blöd, wenn da jetzt 5 oder 6 Leute irgendwie als Privatpersonen noch zugeordnet sind, die auch gleichzeitig gesperrt sind und wo man dann nur die Anmeldung bekommt, die sind jetzt gerade vom sozialen Leben ausgesperrt, wie Erfolg. Die waren dann in der Lage, noch wenigstens über die Pressestelle, die hat dann in Hamburg sitzt, die dann mal irgendwie in Amerika nachfragen kann, ob irgendwen kennt, der das Problem vielleicht mal lösen könnte. Da war irgendwie absehbarer Zeit, das ging aber auch nicht ganz schnell, quasi mal wieder sozial entsperrt zu werden. Aber stell dich mal vor, ihr postet irgendwas, was halt immer von diesen Algorithmen als anstößig oder sonst wie gesehen wird, und ihr seid dann ausgesperrt, ihr keine Party-Einladung mehr. Oder sonstige Sachen. Und das zeigt eigentlich nur, wie wir uns abhängig machen von immer weniger privatisierten Öffentlichkeiten, immer mehr Monopolen, die da entstehen. Und das ist ein ziemliches Problem, wenn halt in diesen Öffentlichkeiten nicht nur unser Grundgesetz gilt, sondern allgemeine Geschäftsbedingungen aus einem anderen Land und Algorithmen, die auf Basis von Wertevorstellungen aus einem anderen Land irgendwie unser Leben bestimmen und wir eigentlich froh sein sollten, dass wir hier in Deutschland mit unseren moralischen Wertvorstellungen leben und nicht im mittleren Westen der USA. Die Hoffnung ist, dass wir es mal schaffen, Alternativen dagegen zu setzen. Ich glaube jetzt nicht daran, dass die Alternative daraus besteht, irgendwie StudiVZ aus der Gruppe zu holen und nochmal neu anzumalen und aufzupämpern. Ich glaube auch nicht daran, dass es vielleicht wahrscheinlich auch den kapitalistischen Weg klappen wird, ein europäisches Facebook nachzubauen. Weil früher oder später wird Facebook einfach alles aufkaufen. Das ist halt die Erfahrung, zumindest in den letzten Jahren, wenn irgendwie ein Dienst groß wurde, konkurrenzfähig werden wurde, Instagram, irgendwie WhatsApp, jetzt reißen die Kinder und Snapchat, wird er einfach aufgekauft. Ich glaube, eine Hoffnung könnte sein, dass wir uns besinnen, dass wir hier ein öffentlich-rechtliches System haben, wo eine ganze Menge Geld reingeschüttet wird jedes Jahr, was wir vielleicht mal ein bisschen umdeuten könnten in Richtung Infrastrukturen schaffen, wo wir mit Basis von Open Source Communities schaffen, mittelfristig, und nicht heute, das ist alles so total ergänzend, aber mittelfristig mal dezentrale, datenschutzfreundliche Infrastrukturen hinzubekommen, damit halt viele Leute auch mal woanders hinwechseln, wo man vielleicht nicht alleine mit sich her kommuniziert, wie auf die Jaspera oder was jetzt. Das waren so innerliche Sachen. Aber ich habe auch nochmal gefragt, warum kann man nochmal was zu ACTA sagen? Weil ACTA eines dieser Beispiele war, wo es halt mal in den letzten Jahren so einen großen Protest gab. Es gab halt eigentlich nochmal im Großen und Ganzen 3, 4 große netzpolitische Debatten, abgesehen von Snowden, wo halt nicht so viele Leute auf die Straße gingen, aber Vorratsdatenspeicher. Mitte der Nullerjahre gingen in Berlin bis zu 30.000 Leute auf die Straße, um dagegen zu demonstrieren. Es gab die Netzsperren. Okay, die 30.000 Leute kamen zusammen, als die Vorratsdatenspeicherung demonstriert wurde und die Netzsperren, und uns leider von alleine eingeführt wurde. Und dann gab es ACTA. Und ACTA war nicht das größte und auch das verblüffendste. Zumindest wenn man sich anschaut, wo kam eigentlich ACTA her, wo ging das hin und warum ist es irgendwie verwendet worden. Und wir fingen an, auf Netzpolitik uns seit 2008 mit ACTA zu beschäftigen. In europäischen Netzwerken zusammen, weil uns klar wurde, da könnte was Gefährliches passieren, da andere Sachen auch immer so das Problem haben, sie werden geheim verhandelt und sie führen dazu, dass viele Staaten sich zu Prinzipien verpflichten, die dann in nationale Gesetze umgewandelt werden sollen. ACTA war gleichzeitig das Ding, wir wussten alle nicht, was da passiert, die Abgeordneten wussten nicht, was passiert. Es war aber klar, dass da die lauter Lobbyisten der Unterhaltungsindustrie am Tisch sitzen, die zu dem Zeitpunkt lauter super Ideen hatten, wie für Fallschirme Menschen das Internet wegnehmen und für ein Jahr aussperren aus dem sozialen, digitalen Leben. Wir haben halt versucht, ab 2008 irgendwie Aufmerksamkeit auf ACTA zu bringen, hat keinen Schwein interessiert. Es hat so keinen Schwein interessiert, das war eigentlich kurz davor, um aufzugeben. Passierte eine Reihe an lustigen Gegebenheiten, die leider nicht wieder reproduzierbar sind. Nämlich erstmal, in den USA gab es eine nationale Gesetzgebungsinitiative SOPA und PIPA. Was dazu führte, dass dort halt, sagen wir mal, auch über Netzsperren diskutiert wurde, auch darüber, Menschen das Internet wegzunehmen und so weiter, wenn sie Urheberrecht verletzt haben. Das Problem heutzutage ist, jeder verletzt Urheberrecht am laufenden Band. Vielleicht nur mal die
Facebook-Seiten von Politikern anschaue, eine einzigartige Urheberrechtsverletzung, weil halt alles verboten ist, was man im Internet macht. Es sei denn, man ist selbst derjenige, der ein Bild gemacht hat, weil in der Regel tauscht man, oder teilt man dann einfach nur irgendwelche Sachen. Ja, Peter Sommer und Pieper dachte dann in den USA auf Amazon, Kulturkampf, das Internet mit allen Firmen und so weiter versus Hollywood und Co. Und führte dazu, dass halt das Internet, das ist zumindest Wikipedia, Google und so weiter, sich irgendwie für Mitte, den 17. Januar 2012 verabredet hat und die machen das Internet schwarz. Die Amerikaner dachten, haben sie alles neu erfunden, wir hatten das aber schon 10 Jahre vorher in Europa gemacht mit einer Kampagne gegen Softwarepatente und eigentlich haben wir das auch nur abgeguckt, weil andere das schon gemacht haben, aber Amerikaner dachten immer, sie haben jetzt irgendwie Campaigning erfunden, weil das Internet ausgeschaltet wird und da einfach schwarz gemacht wird mit einer Vorschaltseite. Und es kam auch gut an, weil zumindest die amerikanische Webseite war schwarz. Und auf einmal dachten halt in Deutschland so ganz viele Medien, oh, kann man darüber berichten, was passiert denn da, und alles total cool und hip und so weiter. Und dann passiert noch was anderes, was keiner erwartet hatte. In Polen gingen auf einmal Leute massiv auf die Straße, infolgedessen. Weil die Polen alle dann irgendwie mitbekamen, oh, ACTA ist sowas ähnliches wie Zorba Piper. Und gleichzeitig die Opposition in der Innenpolitik das Ganze nutzte, um den Präsidenten vorzuführen, der kurz vorher irgendwie in den USA schon mit der Ratifizierung von ACTA alles versprochen hatte. Und auf einmal ging da so ein popkultureller Anonymous-Protest auf die Straße und die ganze Zeit hüpften da irgendwie lauter Polen bei Minuskram auf der Straße. Sie hüpften halt, weil es nicht kalt war, so also minus 10 Grad und so weiter. Das wurde halt jeder. Revolution hat ja immer so irgendwie ihre Symbolik. Das war einfach da erstmal hüpfende Polen. Und dann in Deutschland standen halt die ganzen Medien da, irgendwie auf dem Mundrohrbau hüpfen dann die ganzen Polen. Und es wurde halt berichtet. Das jetzt automatisch? Wikipedia schattete seine englische Seite für einen Tag ab. Google trug Trauer vor. All das aus Protest gegen geplante Gesetze in den USA gegen Urheberrechtsverletzungen. Die Freiheit im Internet sei in Gefahr. Was gar nicht von der Öffentlichkeit bemerkt wurde, dagegen ein viel globaleres Handelsabkommen im Kampf gegen Produktpiraterie, ACTA. Dabei betrifft das auch uns in Europa. Aber jetzt bekommen wir mehr Wind davon und in Polen tragen sie den Protest. Ja, das führt halt dazu, dass auf einmal die Medienmonster berichteten und die Piratenpartei. Versucht auch erstmal rauszufinden, was ACTA ist. So, das sollte eigentlich ihr Kernthema sein, und die wussten nicht so genau. Und wir haben dann mal ein bisschen gegoogelt und so weiter und fanden ein Video von einer Anonymous-Gruppe aus Hamburg, die vor 2 Jahren, also 2 Jahre vorher, aus dem uralten Stand von ACTA, der die mittlerweile da verändert hatte, ein Video gemacht hatte, um halt in einer Dystopie zu erklären, dass halt ACTA irgendwie das Ende von Kochrezepten teilen bedeutet und so weiter. Und die Piraten sind da hingegangen und dachten, ja, jetzt haben sie es verstanden und haben einfach das Video übersetzt. Und das ging viral. Und ihr kennt das vielleicht, wie geht das jetzt nicht los? Ja, also über 4,5 Millionen Mal angeschaut. Auch Leute, das Anti-Fälschungsabkommen. Das Problem war, das stimmte halt nicht mehr. Wir standen auch davor und dachten, kommt dieses Video nochmal her, bis er uralt. Aber okay, es ging viral. Was dann dazu führte, dass halt irgendwie, es wurde ein Wiki aufgesetzt, es wurde auf einmal, wir gehen jetzt alle auf die Straße irgendwie und alle dachten irgendwie, wenn ACTA durchkommt und das Europaparlament sollte irgendwie 4 Monate später darüber entscheiden, dann wird das Internet ausgeschaltet und YouTube ist weg. Das kam so als Message an und wurde halt die ganze Zeit weiter verbreitet. Und es führte aber dazu, dass auf einmal ganz viele junge Menschen motiviert waren, auf die Straße zu gehen, weil wer möchte schon, dass das Fernsehen auch nochmal weg ist. Also Fernsehen AK YouTube aus Sicht von junger Menschen. Die haben eine Panik, dass sie das normale Fernsehen ihrer Eltern weiter gucken müssen, wo halt jetzt auch wird. Auf jeden Fall organisierten die sich halt und es gab dann für den 11. Februar in 200 Städten auf einmal Demonstrationsanmeldungen. Soweit so gut. Soweit hatten wir das auch noch unter Kontrolle. Wir hatten das in Berlin irgendwie dann 600 Leute angemeldet und wir dachten bei Minustemperatur, diese 600 Leute sind schon viel zu glücklich. Dann passiert aber 3 Tage vorher etwas, das haben wir überhaupt nicht gerechnet. Auf einmal kam YouTube-Stars. Also eine Subkultur, oder gar nicht eine Subkultur. Also ich war dafür schon zu alt, ich war 35 und auf einmal lerne ich irgendwie kennen, in der Welt kennen, die halt die Generation vor mir oder nach mir, wir machen.
Leute, die halt ein Millionenpublikum haben, denen sie Leute unterhalten, wie Sami Dingensbums. Ja, aber dennoch gibt es eine kurze Video-Meldung zum Thema ACTA. Für alle, die nicht wissen, was ACTA ist, das ist das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, dem internationalen Handelsabkommen, was wirklich das ganze Internet zensieren könnte. Egal, welche Informationen ausgetauscht werden, egal, ob wir zu Hause vorhaben. Ja, und also, Sami macht normalerweise Haar, also viel Haargel und sonstige Sachen. Die haben sich auf jeden Fall, haben die ganze, also es gibt so ein Netzwerk an YouTube-Stars, also teilweise echt Millionen Publikum und der ganzen Schulhöfe unter Kontrolle sozusagen. Ja, die haben sich halt zusammengeschlossen und im Chat haben halt gesagt, die machen ACTA-Aktionstag, zwei Tage vor dieser Demo. Und haben alle aus eigenen Stil vor ACTA gewarnt. Wir hatten natürlich alle als Informationen nur über dieses Anonymous-Video. Das hat aber dazu geführt, dass auf einmal ganz viele junge Menschen motiviert waren, auf die Straße zu gehen, weil die alle Angst hatten, demnächst können ja nicht mehr Sami und die anderen sehen, so, weil YouTube nicht zensiert wird. Ja. Was auch mit medialen Mechanismen mit sich brachte, total absurd. Also mit jungen Journalisten, AD, ZDF und weiter sprach, die meinten ja alle, wir können darüber nicht berichten, weil unsere Chefs, die verstehen das nicht, die wollen das nicht. Aber wenn die Chefs irgendwie Kinder im jugendlichen Alter hatten, die auf einmal einen Tag später beim Frühstückstisch anfingen, so von wegen, ey Papa, bei ACTA müssen wir darüber berichten und die dann halt in die Redaktionssitzung kam und meinten, wir machen jetzt ACTA, führte das halt dazu, dass aber einen Tag vor diesen angemeldeten Protesten in 60 Städten in Deutschland die Medien ganz groß rausgingen und unsere ehemalige Justizministerin so total verwundert hat, oh Gott, wo kommt das alles her? Also das ist ja gar nicht ganz schlimm. Das müssen wir jetzt erstmal stoppen. Also die Ratifizierung unterschreiben, stoppen. Hat sich verkündet, die EU-Kommission war echt sauer, hat am Montag drauf gesagt, ey, was soll denn das in Deutschland? Ihr saßt überall mit am Tisch und seitdem klagen wir vom Informationsfreiheitsgesetz, dass wir das nochmal dokumentiert haben wollen und sind da positiv, also kriegen das auch irgendwann mal schriftlich, dass irgendwas dann nicht stimmt in der Äußerung, aber das macht das alles noch viel größer, sodass am nächsten Tag halt echt 100.000 junge Menschen in Deutschland auf die Straße gehen in 60 Städten und halt meinten, stopp jetzt, also stopp mit dieser Urheberrechtsradikalisierung oder Urheberrechtsdurchsetzungsradikalisierung, wir wollen auch das Internet haben. Traute sich in Brüssel keine mehr Politik zu machen, ein Jahr von der Bundesregierung. Und vor allem, das war halt, noch in Deutschland war echt groß, aber in Osteuropa war teilweise echt auch verblüffend für die ganzen osteuropäischen Abgeordneten. Das führt halt dazu, dass sie auch im Parlament mit überwältigender Mehrheit, 90%, dann ACTA einfach mal abgelehnt hat, was halt einmalig war. Warum das Problem war, seitdem reden wir darüber, dass das Urheberrecht immer noch genauso ist. Also wir haben jetzt keine Netzsperren, was für die ACTA hätte kommen können. Wir haben jetzt auch nicht Internet wegnehmen für Pauschstrafen nutzen. Aber wir haben halt immer noch die Situation, dass wir die ganze Zeit Urheberrechtsverletzungen haben. Und das Problem ist nicht gelöst. Jetzt ist Gunther Oettinger dafür zuständig. Und hat angekündigt, dass er das Problem lösen möchte. Und also wenn wir Pech haben, müssen wir nochmal sowas simulieren oder nochmal sowas kopieren. Wenn wir Pech haben, wird halt Günther Oettinger sein Wort einsetzen oder tatsächlich machen, was er gesagt hat, nämlich das Urheberrecht reformieren und wir befürchten eher, dass es negativ werden könnte. Nichtsdestotrotz, das war's. Wir finanzieren uns vor allem durch ESA-Finanzierung. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr kostenlose, freiwillige Daueraufträge einrichten oder einfach so Geld geben. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommt es zu.